willkommen zurück zu Pico Nico. Wir sind auf der Flucht. Wir wurden festgenommen. Das ist es also? So wird sie letztlich aussehen? Ja, alle verlangten Gebäude sind vorhanden. Wo ist mein Haus? Habt ihr an mein Haus gedacht? Ja, es ist genau hier in der Mitte. Ah ja, richtig. Wird es zum großen Ausbruch fertig sein? Wir haben bereits mit der Fertigung begonnen. Schön, sehr schön. Ich sollte mir das lieber mal ansehen. Okay, sie wollen also eine neue Stadt bauen. Er will seine eigene Stadt haben für diese Insel. Das ist sein Plan? Deswegen sorgt er alles weg? Oh, oh sorry. Nein, ich habe alles kaputt gemacht. Ach, ist schon egal. Der große Ausbruch? Wovon reden die? Da stimmt was nicht. Natürlich stimmt da was nicht. Warte, der große Ausbruch stimmt. Was meinen wir damit? So, Aufzug. Oh, wir sind schon fertig. Eindringling, wir haben einen Eindringling. Oh oh. Eindringling, Abwehrmaßnahmen. Laser werden aktiviert. Halt, nein, warte, ich bin noch hier drin. Der hat aber seinen Freund umgebracht. Oh no. Zack. So, was ist das jetzt hier? Kann ich das Ding aktivieren? Oh, oder so. Ah, Moment. Jetzt. Nice, man. Da geht er down. Was jetzt? Oh, yeah. Jetzt ist er auch schon mal down. Ach, ich habe schon ausgeschaltet vorhin. Okay. Ja, am besten sollten wir sie ausschalten, denke ich mal. Hier runterspringen. Zack. Und jetzt können wir hier hoch. Denn da oben gibt es ein Geschenk. Müssen wir nur richtig timen. Ach, wir müssen wahrscheinlich mit dem als Ball runter, oder? Hier so als Ball. Das geht. Geht das überhaupt? Was? Warum geht das nicht? Ich will da jetzt schon hoch. Hä? Wie krieg ich denn das Geschenk? Ja, so komme ich ja wohl schwer nach oben. Ja, da krabbelt der auch nicht richtig. Nee. Was ist das hier überhaupt für ein Ding? Was macht das? Nein. Oh, nervig. Nein, ich möchte wissen, was das hier macht. Jetzt sagte, möchte ich wissen, was das Ding da macht, aber ich kann es nicht aktivieren, weil ich die ganze Zeit von dem Ding weggesagt werde. Nein! Runter, runter, runter! Ich will da runter! Warum geht das nicht? Das gibt's doch nicht! Lass mich runter, Freunde! Wieso komme ich da nicht lang? Was mache ich denn bitte falsch? Ich will jetzt hin. Brauche ich vielleicht irgendwas, damit ich da. Was da hinkommen? Nö. Ich hab ja nichts. Doch, vielleicht mit dem Spitzkopf. Vielleicht kann ich mich da dranhängen mit dem Spitzkopf. Ich weiß ja nicht. Ich versuch's. Ich bin frustriert. Ich komm da nicht lang. Nein. Ja, nehmen wir mal die langen Hände wieder, meine ich. Jetzt mal ohne Witz, wie komme ich da lang? Was ist denn das für ein Blödsinn? Was macht das? Was macht dieses Laser? Und das macht die Tür auf. Vielleicht von hier? Was ist das denn jetzt schon wieder? Blend, was macht das denn hier? Oh, sorry, ich bin dumm. Ich bin dumm, es tut mir leid. So, aber jetzt kommen wir auf jeden Fall endlich an unser Geschenk. Juhu. Ich hoffe, ich habe bisher alle Geschenke. Wie gesagt, ansonsten zeige ich euch alle noch. Am Ende. Sunshine Roboter. Nice. Kann ich jetzt vielleicht gucken? Moment. Kann ich jetzt vielleicht gucken, wie viele Trophäen es insgesamt gibt? Es gibt voll viele. Und das allererste fehlt uns noch. Und das achte. Also wir haben auf jeden Fall ein paar verpasst. Bisher zwei. Ach, kacke. Die werde ich aber wie gesagt noch zeigen. Wie komme ich jetzt wieder raus? Nein, warte. Ja, so, ich weiß schon, ich weiß schon. Hier lang und dann. Ich muss jetzt erstmal wieder den Schalter aktivieren. Und dann kann ich nach oben.
Schön nervig gemacht, Spiel. Super. Das ist aber echt toll. Geiles Spielkonzept, Digga. Oh yeah. So, aber jetzt sind wir draußen. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Rubin Saphir. Dieser Dings, komm, Bosskampf. Ein bisschen. Okay, wohin bringt der mich jetzt? Gibt's gar nichts. Voll der Fake, ey. So. Ach, wieder solche Türen. Ach nö! Ach komm, was ist denn das? Ach nee, da hab ich gar keine Lust zu. Da hab ich halt wirklich gar keine Lust zu. Ja, okay, ich muss hier hoch, okay. Oh. Tut mir leid. Du arbeitest daran seit Wochen und es ist immer noch nicht fertig? Tut mir leid. Wir reden hier von einer neuen Welt. Von einer perfekten Welt. Tut mir leid. Werden Sie zum großen Ausbruch fertig sein? Tut mir leid. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Alle Bürger von Deutschlandstadt sollten perfekt sein, verstehst du? Genau. Genau, stell sicher, dass für den nächsten Monat alles bereit ist, ja? Genau. Wie auch immer. Idioten arbeite ich hiermit. Tja. Was erwartest du bei Robotern? Ey, wir sind hier, hilf uns! Moment mal, kennst du sie? Was machen sie hier? Wir müssen einen Weg finden, die Käfige zu öffnen. Stimmt! Kennen sie! Ach, mit dem Laser. Wie kommen wir zum Laser? Das werden wir jetzt herausfinden. Der Knopf bewirkt, dass wir hier hoch können. Aber bevor wir da hochgehen, müssen wir erstmal gucken, was es hier gibt. Hier hinten gibt es nicht. Also gehen wir jetzt doch hier wieder hoch. Wir können erstmal nur noch hier. Oder auch nicht. Vielleicht können wir auch noch links. Ach, warte, können wir das Ding vielleicht... Ja, wir können das Ding schieben. Dann schiebst du einfach gleich in die Mitte. Hier hin. Ja, genau. Dann können wir hier lang. Dann können wir erstmal alle Tore aufmachen. Ich mache erstmal alles auf. Warum nicht? Ich denke mal, das ist am klügsten. Dann kommen wir hier wieder raus. Sehr interessante Musik. Rein da! So, Dings aus. Ist. Also an. Genau. Dann kommen wir hier lang. Moin. Können wir das Laser anmachen. Und dann sind sie frei. Juhu. So, was gibt's jetzt noch hier? Keine Ahnung, was es hier noch gibt. Was gäbe es denn hier noch? Nichts Wichtiges, glaube ich. Vielen Dank. Oh, ich dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens hier verbringen. Was ist mit dir geschehen? Warum bist du hier? Naja, weißt du noch, als ich einen Besuch in der Zentrale von Sunshine Linken gewonnen habe? Wie sich herausstellte, war es kein Besuch. Sie haben uns tagelang diese Käfige gesteckt. Sie haben uns gezwungen, Mike, wie so selbst YouTube-Videos zu gucken. War schlimm. Was? Also ich fand jetzt eigentlich, ich finde jetzt eigentlich nicht so schlimm. Und außerdem haben die uns voll gefoltert, ey. Und dann haben sie Fotos von uns gemacht, uns gefilmt, Messungen vorgenommen, auch an Stellen, wo ich eigentlich nichts zu sagen möchte. Geht es euch gut? Wozu? Sie führen Experimente durch. Sie bezeichnen sie als die Sunshiner. Oh oh. Was ist das? Keine Sorge, sie sind harmlos. Und sie sind nicht sonderlich klug. Das ist also ein Sunshiner? Er sieht einfach nur aus wie ein Roboter, der versucht, euch beide nachzuahmen. Ja, mehr ist es im Grunde nicht. Mr. Sunshine will, dass sie perfekt sind, aber ich glaube nicht, dass es noch besser wird als das. Das sind schließlich nur Roboter. Sie machen also alles, was Mr. Sunshine ihnen sagt. Der große Ausbruch. Sunshine Stadt. Eins plus eins. Ich glaube, ich verstehe. Mr. Sunshine will eine riesige Stadt errichten, in der er mit den Sunshinern wohnen und sie für sich springen lassen kann. Das klingt alles so übel. Wo will er sie einrichten? Errichten? Er will einen Vulkanausbruch auslösen und die ganze Insel vernichten und dann darauf bauen zu können. Deshalb hat er alles erstmal weggenommen, damit er alles für sich beanspruchen kann und wieder neu aufbauen kann. Na gut, es klingt übel. Wir müssen ihn aufhalten. Halte Mr. Sunshine auf! Okay! Warte, gibt's jetzt hier irgendwo ein Geschenk? Ich trau dem Spiel das zu, dass hier irgendwo jetzt ein Geschenk einfach liegt. Hier zum Beispiel. Nö, okay, dann nicht.
Hätte ich im Spiel zugetraut. Dann nicht. Geht und haltet Mr. Sunshine auf. Ja, macht euch um uns keine Sorgen, wir finden schon raus. Okay. Wir müssen weitermachen. Jo, was ist mit dir? Was sagst du noch so? Hallo. Okay. Ist für nach oben. Okay, klasse. Oh, sieht aus wie so ein Gameboy, das Ding. Ist schon so ein bisschen, oder? Kommt schon. Ich hab doch recht. Also, ich schätze mal, da rechts geht's weiter, aber ich will hier erstmal nach oben. Yes, geschafft. Gucken, was es hier gibt. Secret vielleicht? Oh, was gibt's denn hier? Oh, ja, vielleicht ein Geschenk. Oder eine Münze. Oder ein Hut. Oder ein Item. Vielleicht ein Apfel oder so. Oh mein Gott, ich will wissen, was da ist. Ich will wissen, was da ist. Sofort, lasst mich in Ruhe, Leute. Ich will wissen, was da ist. Wo lang muss ich eigentlich hier lang? Ja, funktioniert. Ein Ort gibt's aber noch. Dort rechts gibt's noch was. Aber ich glaube, es ist nichts Wichtiges, oder? Ach, da kommen wir sogar hin. Ich glaube, es ist ein Käfer. Episch. Direkt unter den Füßen. Wir haben alle Käfer gefunden im Spiel, Leute. Ist das nicht der Hammer? Nee, das war nicht der Hammer. Das war die Füße von mir. Piku Niku. Geh raus hier. Reicht jetzt. Oh, schon vorbei. Oh, da kommt Popcorn. Das Mitarbeiter sieht uns nicht. Was machen die da? Transportieren Popcorn? Was machen die damit? Schmeißen es dort rein? Und dann? Was passiert dann damit? Wollen die dann mit dem Popcorn irgendwie ein Gebäude oder so? Dann nehmen sie die ganzen Materialien, die wir haben, und bauen damit eine neue Stadt. Ja. Und aus dem Holz haben sie dann das Material. Also aus dem Holz ist ein Wald, die ganzen Bäume, die sie abgehackt haben. Hier ist das ganze Wasser. Wofür brauchen die das? Einfach zum Trinken oder was? Oder wie? Für einen eigenen privaten Swimmingpool, keine Ahnung. Psst. Hallo. Wir haben einen Weg hier reingefunden. Wir sind hier, um dich zu retten. Woran arbeiten die hier? Mr. Sunshine will mit dem Vulkan die ganze Insel auslöschen. Was? Ja, das ist übel. Mehrere Eindringlinge, sofort stehen bleiben. Ups. Komm her. Wir können uns um die Roboter kümmern, das kriegen wir schon hin, aber du musst Mr. Sunshine aufhalten. Nimm den Aufzug. Okay, bin bereit. Ich will euch helfen. Du musst Mr. Sunshine aufhalten, verpiss dich! Ja, ist okay, ich renne ja schon. Ist aber keine Aufzugmusik, jetzt wird's ernst. Oh. Schwammi-Effekt. Unter Wasser oder was? Nö. Oh, es ist warm, deshalb. Hallo, Bosskampf? Bowser-Bosskampf? Was? Was? Du schon wieder? Warum kannst du mich nicht einfach in Ruhe diese Insel zerstören lassen? Weißt du, wenn man etwas aufbauen will, muss man manchmal etwas zerstören, das vorher da ist. Und dann wird es größer, besser. Bald wird diese Insel ein leeres Grundstück sein, eine weiße Leinwand, auf die ich meine perfekte Stadt male. Ich kann entweder sagen, wie willst du das machen, oder ich kann sagen, du bist verrückt, wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Naja, ich werde diesen Vulkan aufwecken und die Insel mit Lava beschwemmen. Sobald ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, löschen meine Roboter das Feuer mit dem ganzen Wasser, das ich aus dem See genommen habe. Ach, dafür braucht das Wasser. Dann stellen sie die Gebäude auf, die ich angefertigt habe. Und zum Schluss bauen sie dort Mais an. Ich mag Mais sehr. Und bitteschön, eine perfekte Stadt. Alle werden dort friedlich leben. Ich und meine Sunshiner. Es wird keine Unfälle geben, keine Kämpfe, keinen Hass, weil ich sie alle kontrolliere. Perfekte Leute in einer perfekten Stadt. Und du bist nicht eingeladen! Kümmert euch um ihn, Jungs! Oh nein, 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 was denn? Oh, weg, 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 weg! Komm, Laser! Was macht er jetzt? Hi. Wow. Oh, oh, oh.
Mach, mach, mach. Yes. Komm. Jetzt mach hier den Hammer. Komm, komm, mach den Hammer, mach den Hammer, mach den Hammer. Komm, I dare you. Easy. Nochmal? Oh, das juckt mir nicht. Na komm, mach deinen Laserscheiß. Nice. Na komm. Komm. Okay. Wieder Hammer? Nö, was anderes. Hier kommt Eddie. Wow, alle helfen mir. Hi Ernie. Hallo, ich bin hier, um dich zu retten. Es gibt niemanden zu retten. Beseitigen Sie. Heißt das, ich soll Sie brutzeln? Ja! Ich bezahle dich nicht für nichts, nicht. Ich bezahle dich nichts für nichts tun. Oder irgendwie sowas. Ich bezahle dich nichts fürs Rumstehen. Moment mal. Du wirst bezahlt? Naja, viel ist es nicht, aber es reicht für die Lebenshaltungskosten. Ich nicht. Was? Ich werde hierfür nicht bezahlt. Hey, warum werde ich nicht bezahlt? Können wir später darüber reden? Ich meine, das sind ziemlich extreme Arbeitsbedingungen und ich werde nicht bezahlt. Ja, kommt mir verkehrt vor. Ist ja nicht so, dass du kein Geld hättest oder so. Ach komm schon, du musst bloß an den Knopf drücken und Leute wegbrutzeln. So viel ist das ja wohl nicht. Denk an den kostenlosen Medienrummel und die Berufserfahrung für deinen Lebenslauf. Außerdem werdet ihr Premium-Bürger, sobald meine Stadt gebaut ist. Was bedeutet das? 15% Rabatt auf deine U-Bahn-Karte. Wow, na gut. Ich mache nichts, bis ich bezahlt werde. Ich auch nicht. Ach komm schon! Na, ist mir auch egal. Ich brauche euch nicht mehr. Ich kann diesen Vulkan selbst aufwecken. Du bist verrückt. Oh nein, er wird die ganze Insel zerstören. Du musst ihn aufhalten. Spring auf mich. Okay, Ernie. Werden wir tun. Warte, kann ich mit dir reden? Du musst ihn aufhalten. Spring auf mich. Okay. Let's go. Leute. Epic. Finale. Hör auf, mir zu folgen. Nö. Oh, Minigame. Oh, das ist cool. Boy. Oh, frick. Der schießt uns mit seinem Popcorn ab. Okay, nochmal von vorne. Müssen aufpassen, müssen aufpassen, aufpassen. Okay. Und. Er schießt Mais. Und das wird zu Popcorn. Jetzt versteh's. Ich sorg auch wieder ein bisschen mit. Okay, versuch mich loszuwerden. Okay. Ich zog richtig mit hier. Hab ich dich, komm her, Mann! Wo ist er? Oh oh. Genug! Jetzt ist Lava-Zeit! Ja, aber du bestehst auch drauf. Oh. Du willst einen anderen Ort fürs Finale. Ach, nee, warte, er bricht den Vulkan schon aus. No! Was? Wir sind im Weltall. Na schön, vielleicht habe ich mich ein bisschen verrechnet, was die Stärke des Vulkans angeht. Trotzdem ist es zu spät. Bald wird Lava die ganze Insel bedecken und eine neue Welt wird sich aus der Asche erheben. Eine perfekte Welt. Ja, denkste. Denkste. Ja! Wo ist eigentlich mein Arm hin? Naja, er fliegt in Zeitlupe. Ein bisschen Waldeifel gefangen. Oh, nun ja. Das kam unerwartet. Ich schätze, dann will wohl niemand meine perfekte Stadt. Aber vielleicht einen perfekten Planeten? Den Sunshine-Planeten! Ah, warte nur, bis ich darauf lande, dann wirst du schon sehen. Ah. Er ist verrückt. Der dreht zu den Sternen, Achievement. Wir gehen in den Stein rein. Oh, der Geist! Warte, warum ist denn Greenscreen? Oh, schön, du bist hier. Was? Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ist lange her, dass wir miteinander gesprochen haben, was?
Ich bin sicher, du hast noch viele unbeantwortete Fragen. Was ist das für ein Ort? Wer bist du? Was ist das für ein Ort? Gut, ja, du hast wirklich Fragen. Was war der Zweck von all dem? Was ist mit Mr. Sunshine geschehen? Ja, schon verstanden, du hast offensichtlich Fragen. Warum bist du auf einmal orange? Das war nur ein rhetorisches Mittel. Ich habe nicht die Zeit, sie dir zu beantworten. Was soll ich als nächstes machen? Wie komme ich? Na schön, hör auf, ich kann's dir nicht sagen. Nur weil ich ein allwissendes Wesen bin, muss ich nicht alle Antworten kennen. Die Jugend von heute, alles wollt ihr sofort. Naja, ich hoffe, du hattest wenigstens eine schöne Zeit da draußen. Was sonst noch? Ach ja, deine Punktzahl. Gut, lass sie mich berechnen. 1,6. Deine Gesamtpunktzahl ist 1,6. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, es spielt auch keine Rolle. Du hast Freunde kennengelernt, neue Orte gesehen, die Welt gerettet. Ich finde, du hast das ziemlich gut gemacht. Eigentlich wollte ich nur kurz vorbeischauen und nicht zu viel von deiner Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal. Mich hat's jedenfalls gefreut. Schönen Tag noch. Okay. Was? Kann's doch nicht ausgebrochen? Okay. Was ist passiert? Das war leichter als erwartet. Oh Gott, du bist hier. Wir konnten den Ausbruch stoppen, indem wir diesen großen roten Knopf gedrückt haben. Mal ehrlich, wenn man den Knopf alles abbrechen, direkt neben alles zerstören anbringt, ist das einfach schlechtes Design. Wir sind froh, dass es dir gut geht. Wo ist Mr. Sunshine? Hab ihn ins All geschickt. Also gut, für eine Weile sollten wir sicher sein. Danke für alles, was du getan hast. Es war schön, dich hier zu haben. Wir sollten diesen Vulkan verlassen und es allen sagen. Kommst du mit? Oh yeah. Warte, ist das schon das Ende? Kann ich noch irgendwas machen? Oder ist das jetzt wirklich Softlock und ich muss jetzt das Spiel noch starten? Irgendwo mitten vorm Ende. Kann ja gar nicht sein. Ich kann ja nicht zurückgehen. Sag mir nicht, das Spiel wird jetzt beendet. Niemals. Okay, also hier sind wir über den Credits. Ich weiß nicht, wie ich das mit den Folgen und so mache, mit der Länge. Kann sein, dass das jetzt auch das Ende des Let's Plays ist. Nicht Let's Plays, das der Folge ist. Das war Piku Niku. Die Story zumindest. Hier seht ihr die tollen Leute, die an dieses Spiel gearbeitet haben. Ich muss sagen, es ist schon lustig. Oh, da, natürlich, gerade wo ich sage, da ist er im All. Ja, weil der Credits da im All stattfinden. Ja, also das Spiel ist lustig. Für den Preis ist es das nicht wert, würde ich sagen. Aber im Rabatt schon. Also, wenn ihr das Spiel im Rabatt findet, ich würde es kaufen. So, 5 Euro, also unter 5 Euro finde ich es eigentlich ganz gut. Wenn ich es im Rabatt finde, normalerweise kostet das 5 Euro das Spiel irgendwie 10 Euro oder so ungefähr. Stimmt, es gibt auch Nintendo Switch Portierung. Das Spiel gibt es auf der Nintendo Switch. Falls ihr keinen PC habt, könnt ihr es auf der Switch spielen. Aber auf der Switch gibt es nicht so oft, Rabatte, aber wenn es mal Rabatte gibt und das Spiel im Rabatt ist und das nur ein paar Euro kostet, dann solltet ihr es holen. Ich finde, das lohnt sich. Spiel hat sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte keine Bewertung noch geben, weil mir auch keine einfällt. Auf jeden Fall hat mir das Spiel Spaß gemacht und wie gesagt, für ein paar Euro kann nichts empfehlen. Ich bereue es nicht, das Spiel für ein paar Euro gekauft zu haben. Ich hätte es bestimmt ein bisschen bereut, hätte ich es für 10 Euro gekauft. Aber ja. Auf, ich bin wieder hier. Gut, aber wie das jetzt weitergeht hier mit der... Vielleicht gibt es eine After-Story, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es in der nächsten Folge weitergehen. Es gibt noch ein paar Folgen. Wie viele, weiß ich noch nicht. Aber wir werden alles noch sammeln. Wir werden 100% machen und wir sehen uns. Ciao.